chanson qui m'a fait rouler, qui m'a yen ou la vie pour aider. Aujourd'hui, nous tournons nous rassembler, nous tournons à peu trouver, qui m'a yen ou pour commencer. Y'en a qui payent en isé, mais y'en a un peu pour pleurer. Mais moi, moi, ben ma zine, si ça va pour détruire nos beautés. Aujourd'hui, nous tournons nous rassembler. Wird man hier auf Tahiti begrüßt. Wir sind angekommen. Wir sind gelandet, genau 6.05 Uhr Tahiti Time. Das heißt, wir waren 36 Stunden unterwegs. Und dafür sehen wir noch richtig frisch aus. Bist du frisch, Annette? Geht so. Aber... gleich kam das erste Problem. Und zwar hat es nicht geklappt mit dem Ticket für die Annette für den Weiterflug am Sonntag nach Liwaoa. Jetzt haben wir schnell noch eins gekauft, aber sie steht auf der Warteliste. Und die Flüge sind ausgebucht bis zum 14. Dezember. Das heißt 3 Wochen Papete? Na. Ich glaube nicht. Wir hoffen mal, dass das nicht so ist. Bitte nicht. Jetzt haben wir uns ein Airbnb gemietet, oben in den Bergen, müssen jetzt, da wir leider auch zu viel Gepäck haben, wir haben also 45 Kilo Gepäck, wir dürfen aber nur 15 pro Person mitnehmen, also müssen wir 15 jetzt per FAT schicken. Das ist also hier der Inland-Cargo-Flieger, der würde das heute noch mitnehmen. Aber das müssen wir jetzt alles noch organisieren. Wir werden weiter berichten. Wir haben uns einen Mietwagen genommen und haben jetzt hier unser Airbnb-Bungalow bezogen. Das ist jetzt hier das rechts. Die Gastgeber sind nicht da, war aber alles hervorragend vorbereitet. Der Schlüssel war da, ist voll ausgestattet. Hier mit einer kleinen Terrasse. Die Annette hat auch schon ihr Tahiti-Kleid an. So sieht das hier von innen aus. Ein Bett, Bad mit Dusche und eine Küche. Völlig ausreichend. Und jetzt gehen wir mal nach hinten hin. Das ist hier nämlich dieses herrliche Grundstück. Sehr schöne Palmen. Auch ein Pool haben wir. Da werden wir gleich mal schauen, wie warm das Wasser ist. Und hier hat man normalerweise einen fantastischen Ausblick nach Morea hin da hinten. Aber wie schon beim letzten Mal liegt das alles in Wolken. Mal schauen, was wir hier so für Wassertemperaturen haben. Ob wir da gleich reinjumpen. Wie viel Grad? Ja, es hat vielleicht 20 Grad. Oh. So werden wir am Morgen begrüßt. Es gießt aus allen Löchern und es stürmt und pfeift. So haben wir das eigentlich nicht gebucht. Wir haben heute endlich eine Winnie Hotspot-Box bekommen, damit wir jetzt 20 GB zum Preis von 1500 polnischen Franc haben. Das sind ungefähr 14 Euro. Und jetzt machen wir eine Besichtigung hier dieser Grotten. Annette, was sagst du? Fantastisch. Vor allen Dingen nach dem Regen, den wir heute hatten, kommt hier richtig viel runter. Ich weiß ja nicht, wie das sonst ist, aber super.
Als sie hier war, war nicht so viel. Geh doch mal bitte da zur Grotte. Sehr schön. Der Waipahi Wasserfall stürzt von da oben runter. Strand hier auf Tahiti. Im Hintergrund Moorea. Ich muss sagen, ich habe schon Schöneres gesehen. Obwohl wir ja glücklich sind, dass jetzt die Sonne scheint. 3.30 Uhr, Sonntagmorgen. Wir verlassen unser Bungalow, fahren jetzt zum Flughafen. Das sollte vielleicht 10 Minuten dauern. Und hoffen, dass wir gemeinsam nach Hiva'ua fliegen können. Der internationale Flughafen Papeete. Und wie man hört, auch hier in den Bäumen leben die Hähne und Hühner. Sie übernachten hier in dem Baum. Jetzt hoffen wir mal, dass die Annette einchecken konnte, sodass wir auch irgendwann gemeinsam dann in Hiva'ua ankommen. Weil die Option ist so, dass die Annette einen anderen Flieger nehmen kann, der über Nukuhiva fliegt und dann nach Hiva'ua. Da ist sie an Platz 7 und man hat ihr gesagt, das sollte funktionieren. Mal schauen. 4.30 Uhr, wir sitzen immer noch hier, mein Gepäck ist aufgegeben, mein Flug ist klar, aber Annette weiß immer noch nicht, ob sie mitfliegen kann. Aber wie ihr seht, sie ist immer noch frohen Mutes. Aber ich bin an Platz 8 für den ersten Flug. Das heißt, es müssen ganz viele Leute den Flug verpassen oder verschlafen oder weiß der Teufel was. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich nicht so groß. Ah, das klappt schon. Drückt die Daumen. Wir werden sehen. Was ist? Wie sieht's aus? Wo fliegst du hin? Angeklappt. Hiva'ua. Wann? 5.30 Uhr ohne dich. Ah. Aber dafür komme ich später an. Ich lande ja noch auf Nukuhiva. Ja, super, ey. Da freut sich der Michael. Ja. Ihr mit auch. Ja. Somit fliege ich von Papeete 1400 Kilometer direkt nach Hiva'ua. Natürlich wieder vorbei an einigen Südseeatollen. Die Annette macht eine Zwischenlandung auf Nukuhiva und kommt dann circa eine Stunde später auch auf Hiva'ua an. Ankunftshalle. Alle werden begrüßt.